So YouTube, herzlich willkommen zu I'm Counting to Six, ein weiteres Game von Amica Games. Das letzte Mal haben wir Summer of 58 gezockt und jetzt schauen wir in ein anderes Spiel rein. I'm Counting to Six. Jawohl. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, fertig. This story is about a small village. At first glance, it is no different from other villages, but something happened in it that changed the lives of everyone involved in this story. Take a look at this and you will see mysteries shrouded in a strange fog. And also this story is about a man who happened to be in that village by accident and who will have to influence the outcome of a mystical event. Alter, aber übelst, gell? Mein Ohr! How does head hurt? Sorry, man. Phone is not working. In jedem Game. The Mist. Errungenschaft. I think I drove into the village irgendwas. Okay. Hat sich jeder gefangen? Boah. Boah, lass mir mal kurz mal die Settings nochmal vielleicht doch ein bisschen anpassen. Ey, wieso hast du das auf? Auf 60 FPS gesetzt wieder. Was soll das? Geiler Schulbus. Ist das Resident Evil Village oder was? Habe ich irgendwie was? Nein, gar nichts. Was ist das? Ist das ein Geschäft oder was? Hallo, ich suche Hilfe. Ja, ist ein Geschäft. Okay. Help! Please help! Hallo? Was sind das hier für? What? We have to protect our children. It wasn't their fault. It was an accident. No, we are not going to touch this witch's body. We are going to pretend we don't know anything. It will be better for us all. For all of us, sorry. If he finds her, he will think it was an accident. Okay, what? Was für eine Hexe, Junge? Ein seltsames Dörfchen, ey. Sieht aus wie das Dörfchen, wo ich geboren wurde. 1:1, Mann. Dettos, natürlich, die habe ich auch gegessen. Und was sind das? Das sind Legs. Legs? Take it! Wer kennt's nicht, Mann? Nutmaster! Pieper ist auch so ein Nutmaster. Was ist das? Ja, wer kennt sie nicht? Hau und Haas. Was ist das? Was ist das? Wie heißen die Dinger? Oh Mann, ich kann sie nicht richtig erkennen. Heißen die Tok Tok? Tok Tok? Cream Betweens? Prong? Nee, die heißt irgendwie noch anders. Prongle oder so. Geil, Mann. Okay. Frecher Bengel, Mann.
Was ist das? Irgendwas. Ach, warte, ich bin immer so los, was Russisch angeht, man. Manchmal kann ich es lesen, manchmal kenne ich die Buchstaben und dann fallen mir halt so manche Buchstaben halt überhaupt nicht mehr ein. Telefon? Mama? Was macht denn auch der Kühlschrank hier? Sagst du, ich soll da lang gehen oder was? Ich soll dem Licht folgen? Folge dem Licht. Okay, okay. Über diese sehr stabile Brücke. Du schießt. Hey, Mann, mach doch nicht jetzt den Alarm. Komm, hier ist Jason. Hey! Hey! Ey, Alter, lebst du noch? I was sitting in a boat on the lake when I saw that the fog had descended on the water. I tried to swim to the shore, but I couldn't see anything. Finally, when I touched the shore, I rather run home in the house. I saw that my wife was frozen like a statue and my dear children were motionless. Ja, das ist normal. I ran out of the house and tried to find the least someone can help me. He's dead. Ja. Stand er schon vorher da? Wer bist du? Bist du echt? Ich will die Lampe mitnehmen. Bitte, nimm sie mit. Also ich würde sie mitnehmen. Nimm irgendetwas mit, Mann. Paddel, Mann, irgendwas. Alter, der stand vorher dann nicht. Mir sagen, was du willst. Hey, 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 hey. Das ist nicht das Telefon, okay. Okay, Mann, ich folge dem Licht, Mann. Open the door, please. Is anyone here? Hello? Zeig's mir den... Oh, okay, what? Zeig's mir den Weg, oder was? Oh nein, was ist... Ach du Kacke. Teddy Bear, man. I warned them. Those dirty little kids shouldn't have bullied him and his doll. I told their parents, but what's the use if they are the same themselves? Wen haben die gemobbt? Nimm die Axt mit, Mann. Nimm die Axt mit. Ich will sowas nie verstehen. In diesen Games. Nie.
What the hell? Was ist das, Mann? Wow! Oh mein Gott, was war das? Was ist das? Ist das die Hölle? Nee, Mann, überhaupt nicht geil. Ey, warte, ich will mich ganz kurz hier noch umschauen. Hinten flackert das Licht immer noch. Was ist das? Wie bin ich überhaupt hierher gekommen? Wie bin ich hierher gekommen? Das meint der Mondbär. Mann, geil, dass ich keine Füße habe. Na gut, wir folgen mal dem Weg einfach. Verbrennt ihr da gerade jemanden? Okay. Was machst du da? Im Stock? Ey, das sieht aus wie so ein Folsterinstrument. Missgabel. Wen habt ihr verbrannt hier bitte? It's all our your fault. Your fault. I haven't done anything wrong to you. My only friend was my doll. Okay, das war der, der gemobbt wurde. But you were laughing at him. Laughing at me. You even took a loved one away from me. And I've shown you the what it's like. You will live in agony forever. And this will not change in any way. Okay, also der... Der Bro? Was war das? Geil, mal Gitarre spielen. Irgendwer hat richtig böse gelacht. Wer war das? War dieser jemand? Eine Hexe? Nein. Das war schon ein Dude, ne? Hello there. Hello there. Hello. Geht da drin gerade die Party ab oder was? Bitte nicht. The Heart of Darkness. Errungenschaft freigeschalten. Diese Türen immer mit der Polsterung. Oh, jetzt hat er auf einmal eine Taschenlampe, gell? Das Weekend war kurz und schmerzlos. I was at the old well. What I saw there and what Luca told me is true. I have to pay for it. I have to punish them. Noch etwas mitnehmen. Sind das seine Eltern? Alter, meine Güte, ich dachte gerade, das steht einer. Guck dir das an, bitte. Diese russischen Buben, Mann. Wieso hat dieses Land sowas... Angsteinflößendes, kann mir das einer sagen? Geil, man, schön abgesperrt. Ja, Hammer.
Oh. Ich habe einen Jumpscare verpasst, bitte. Okay, danke, das ist okay. Fuck, Mann, die Tür ist offen. Okay. Boah, creepy ass Bär, Mann. Ey, ja, genau. So sieht's bei uns auch aus. Oh. Geht's hoch? Hello? What I'm doing here, I have to leave. Das fällt dir jetzt erst ein, dass... Oh. Ist das? Hm? Ich sag's euch, gell, dieses Ding da, dieser Stofffetzen, den hatten meine Eltern auch, meine Großeltern, Verwandten, alle. Immer noch zu. Nee, lass mal offen. So, someone has locked the door from the outside. Ich würde diese kleine, den Nachttisch nehmen und den einfach durch die... Ich will den einfach durch die Glasscheibe werfen. Immer noch zu. Das ist ein Schaukelstuhl, ne? Was willst du von mir? Was passiert hier, Mann? What the? What's going on here? No fucking way, was ist das denn jetzt für eine Ansicht? Bitte hau einfach ab. Hallo? Oh, eine Nachricht? Ist das für mich? It had to happen. When I saw that boy through the window, I realized that he saw something he shouldn't have seen. I need to get ahead of him. Huh. Big boy. Boah. Oh! Oh mein Gott! Hör auf! Boah, wie mich gerade eingeschissen! Alter, nein, mach das nicht! Was mich gerade richtig zerballert hat, ist, da ist halt eine Wand, da kann das halt nicht herkommen. Deswegen war es halt noch so creepy, Mann. Boah! Lecko mio, Alter. Diese Sounds, Mann. Nee. What the fuck ist das, Mann? Ist das eine Bombe? Nein. Oben ist er. Hallo Mika, grüß dich.
ich jetzt? Hör auf mit diesem Ding! Wer? Ey, diese Geräusche, bitte, Mann. Was hab ich ver- Maybe there's a window in there. Okay. Hör auf, Mann! Wow. Ja, mit dem Stuhl hier? Nein. Ja, wer willst denn du da hoch? Nimm doch den Stuhl. Den Stuhl, nein. Okay. Yo. Ja, dann ist halt die Leiter, Junge. Ja, okay. Du liegst immer noch da. Du bist auch neu. Du, Schrank ist auch neu. Hammer. Oh Gott, nein, bitte nicht. Oh. Oh, geil, ein Magic Cube. Aber. Was war das? Was? Okay, wir lesen mal kurz. It's been 4 weeks since the disappearance. He told me that it was the children's fault. He gave me a letter from his mother and he said I had to find out the truth. Was sind das für Sounds, Mann? Glotze angemacht. Psst. Hm? I lock the doors. 2, I close my eyes. 3, I find a place for yourself. 4, don't breathe. 5, feel your heart pounding. 6, wait. Mein Kinder, ey, ich sag's ja. Hör auf! I must jump! Ja, natürlich, ja dann. Hui! Was war das? Der Opa? There's a secret door. There must be keys in the crowbar somewhere. Ja, natürlich muss es hier irgendwo so geben. Ja, klar, Mann. To open the lock, use the hints. Telefon? Guck mal da. 1. Oh, was ist das? Ist was, was man überhaupt nicht erkennen kann? Danke. I can only say what I feel to my doll. Luca always listen to me. Luca is my friend. Okay, Luca ist die Puppe, alles klar. Was,
habe ich das jetzt auch gemacht. Wie kommst du da hin? Was hast denn du in der Hand? Was waren da noch die Hints? Auf jeden Fall können wir eins. Nee, ich hab keinen. Hier auch nicht verwenden irgendwie. Ach so. Okay. Faster. Mit dem oder was? Ja, geil. Nee, das kann's nicht sein. Das kann's nicht sein. Ist dann das Fenster da, oder was? Nee, eigentlich auch nicht. Oh mein Gott, die Tür ist hier offen. Hallo? Kann ich immer noch nicht vorbei? Och Mann, ey. Das Fenster ist es. Oh, ich hab jetzt erwartet, da gleich kommt was. Das ist kein Hint. Oh. Hallo. Alles klar bei dir? Oh, die Crowbar. Thank you. Ist noch mal ein Bild, guck mal. Das könnte ich sein. It's been 2 weeks since my mom... Nein. Ich bin mal duscht, bevor ich mich nicht mehr traue. Alles klar, Mika. It's been 2 weeks since my mom disappeared. There is no news. I went to the... Was? Officer, but he doesn't care about it. He said he left because of me. She left because of me. But I know she wouldn't do that. She loves me. Something must happen to her. Huh? Ich blick die Story null, Alter. Wer verlässt hier wen, Alter? Mama? Mama, please? Was war das? Was war das jetzt hier für, schon wieder für ein Sound, Mann? He found it. Was, ist das die Küche? Könnte die Küche sein. Ah! Alter. Komplett aus dem Leben. Alter, bitte. Raus aus diesem kleinen Horrorhaus, bitte. Let there be blood. What is this place? Oh, ich bin immer noch drin. Was ist das für eine, was ist das für eine riesige Hütte, Mann? Oh shit. Was gibt mit euch? I don't need to go there now. Okay, jetzt nicht oder was? Aber später.
Oh. Und diese ekligen Sounds. Tikon, I'll understand you if you are mad at me. I knew that deep down you wanted to have real friends and you missed the live communication. Other people, I couldn't let anyone get close to it. Ich bin immer so leicht verwirrt. Heißt es jetzt live oder live, man? What happened to me now have happened much earlier. You were kind to everyone, but they didn't deserve it. I wanted the best for you. My mother, your grandmother, taught me many things. And she also told me not to trust people because they are afraid of people like me. Also die Mom war quasi die Hexe. Bitte, was? Der Sohn wurde irgendwie von allen gemobbt oder so, keine Ahnung. Vielleicht sogar Schlimmeres. Was? Wer klatscht da mir so ins Ohr, bitte? Das Messer mit. Ich hab ein Messer, ich bin bewaffnet. Oh, jo. Oh, thick. Jesus. Wieso müssen es Puppen sein? Was bist du eigentlich, Mann? Bitte hilf uns, wir sind hier. Wer seid ihr? Shut the fuck up. Okay. Seid ihr fertig? War das? Раз двери забираю. Два глаза закрываю. Уж. Три место себе найди. Четыре. Не дыши. Пять. Чувствуй, как сердце стучит. Шесть. Жди. Darf mich jetzt nicht bewegen? Ich bewege mich nicht, Mann. Vergiss es. Way. Was ist das, Mann? Hast du da Schmodder auf dem Bauch? Oh, wieso? Nein, ich will dich nicht abstechen. Oh. Komm ich jetzt hier raus? Dankeschön, Lukas. Prisoners. Nein. Wo ist meine Taschenlampe hin? Nee, Alter. Six kids bullied me.
They mocked me because I was too kind, because I'm not like everyone else. They were involved in the murder of my mother. I was able to punish 5 people. They wanted so much to go home to their mom and dad. I let their parents find the children on my doorstep, but what they saw, they couldn't believe their eyes. Their children were mutilated. Now they were there going to suffer just like me. Was heißt mutilated? Verstümmelt? Oder halt verformt oder sowas? Okay. Also die Mom wurde von den Dorfbewohnern oder von den Kids getötet? Und er sich dann nochmal... Alter, what? Eispickel, Mann. Will ich überhaupt wissen, was da drin ist? Ah. Ah. Okay, ich komme eh nicht mehr zurück. Okay, Hammer. Hallo? Oh, thick. Okay. Ja, sorry, aber was soll ich machen? So, haben wir schon, ja. Ah, da. Guck mal. Ah, ein Schraubendreher. Alles okay, alles klar. Bitte, was? Oh. Was bist du? Bist du Luca? Das Necronomicon, Mann? Dear son, don't be afraid of death. Death is rebirth. You have done a lot. A new stage has arrived. Let them think they are beating you. It will destroy them. Kann ich das mitnehmen? Wieso nicht? Ich will nicht. Ich will hier raus. Komm hier, don't be afraid, komm hier. Wow, toll, ey. Was zum... Oh ja, Mann, genauso. Oh ja. Creepy Russian Village, Mann. Ich würde die Kette einfach aufreißen, Mann. Ich würde durchbeißen. Diese dünnen Hölzer da, die würden mich nicht aufhalten. Ich würde gerade mit dem Kopf würde ich durchrennen, Mann. Ach komm jetzt, was blockierst du jetzt hier den Weg, also? Aha, guck mal, wie versteckt. Ja toll, welche Seite? Beide Seiten? Schönes Schlafzimmer so, okay. Creepy Bildern an der Wand. We cut out our tongues and sewed up our mouths so we couldn't scream. He wanted us to play with him. We asked to go home. Ich konnte doch gar nicht reden. Wie wollt ihr, habt ihr gefragt? Said we were sorry.
But he replied that the time would come and the parents would see us again. Also der hat sie dir unten eingesperrt, die Zungen rausgerissen und rausgeschnitten, den Mund von denen immer zugenäht, damit denen gespielt. Kranker Boy-Mann warst du. Nimm den Stift mit. Was bist du? Scheiß Puppe. Was ist das für ein Käfig, ey? I saw what he did to one of us with someone who didn't have time to hide. It was terrible. He said that he would return us to our parents only in this form. It was true. This is the house of the one who kidnapped the children. People found out about everything and came to deal with it. Eine Art Freddy Krüger war er. Ich laufe da nicht, ich will da nicht entlanglaufen. Okay, aber hier ist sonst nichts, ne? Hier auch nichts mehr, ne? Ja, okay, ja dann. Die kleine Dreckspuppe. Nimm das Necronomicon, ja, nimm es. Hammer. Lies da draus vor. Bibble Hubbleu, Bibble Hubbleu. Need a lighter, a doll in a candles. Ja, Lighter ist hier. Das ist doch ein Candle, man, nimm doch die. Ist auch eine Puppe. Nimm doch die Puppe. Oh mein Gott. In order to perform the ritual, take a doll, a book, candles, a lighter, burn it in a circle and then burn the house down. Jawohl, Mann. Kerze. Sorry. Die Frage, ob ich es hier finde. Ah, sieht nicht so aus. Ich muss wieder zurück. Oh, ich hab's gewusst, Mann. Ich hab's gewusst. Oh. Ach komm, was versperrst du mir jetzt den Weg? Was bist denn du jetzt so? Oh, jawohl. Überhaupt nicht gruselig, die Puppe. Haben wir schon gelesen? Ja, ich hab alles, ne? Das Buch habe ich, die Kerzen habe ich, Leiter habe ich. Und die Puppe. Ja, dann, los geht's. Renne, du kleiner Teufel! You have no idea what you've done. Ja, was soll das heißen? Hab ich den Teufel jetzt befreit oder was?
Gasoline. Woher kriege ich das? Ist das hier irgendwo? Da, guck mal. Empty. Ja, natürlich. Was soll es sonst sein? Ist die Frage, ob da lang? Warte mal, schnell hier noch gucken. Yes. Yes. Sind die Bude an, Mann. Counting to six. Wir hauen wieder ab, oder was? Okay, das Haus ist mir gar nicht aufgefallen vorhin. Katze? Hast du mein Auto kaputt gemacht? Yes. Hello, rescue service. What happened to you? Hello, I see a house burning in an abandoned village. Call the fire department. I'll explain where I am now. Ich heiße Krisha. I recently watched a blogger. He said that he did not believe in anything paranormal. No, in houses where according to la la la. Mhm. Hey, das war doch hier das Camp vom ersten, also vom vorherigen Teil. Fiese Games, man. Schön gemacht. Abstruse Story. Fiese Jumpscares, man. Fiese Jumpscares. Ja, komm, mach weiter. Alexander, hast du echt gut gemacht. Mehr davon. Vielleicht mehr mit der Atmo spielen. Weniger so Jumpscares, sondern mehr so Atmo-Geräusche. Also hier dieses Klopfen an der Tür. Brutal. Brutal. Mehr von sowas. Würde ich jetzt mehr sagen. Also würde ich gern haben. Weil diese, ich sag mal, diese typischen Jumpscares sind zwar in dem Moment halt krass, ne? Die schrecken einen brutal. Aber mehr halt auch nicht, ne? Wenn ich sowas spiele, möchte ich ein ständiges Gefühl von Unwohlsein haben. Cool. Das war I'm Counting to Six. Ich würde jetzt gerne wissen, ob das irgendwie vor Summer 58 spielt oder danach. Ich glaube eher danach. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mich wissen. Däumchen nach oben, netter Kommentar. Würde mich sehr, sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Peace out. Ciao.